Alles klar. Nächster Tag. Etwa 3 Meilen hinter Elderwald bietet sich euch eine wildromantische Szenerie, trotz der Schneelandschaft. Ja, die Hügel sind normalerweise grün, jetzt weiß, glitzern, funkeln. Vereinzelte Wäldchen, die dann hier dem schroffen Felsen Platz machen. Vereinzelte wilde Büsche, die hier wachsen, verkrüppelte Kiefern, ein paar Kletterranken und bewachsene Felstürme. Während sich neben euch dann Braunwasser immer tiefer in das Felslabyrinth zwängt und schließlich zu beiden Seiten von Felswänden auch eingeschlossen wird, immer tiefer ins Gestein frisst. Die topische Straße vor euch ist weiterhin gepflastert und folgt nunmehr gurgelnd und wild rauschendem Bach in die finstere braune Klamm, die sich vor etwa 100 Schritt Breite schnell auf 20, dann auf 15 Schritt verengt. Der Weg, den man über lange Strecken aus dem Felsen gehauen hat, wird zu einem glitschigen Steg. Linke Hand ragen die Felsen zwischen 30 und 100 Schritt in die Höhe, während rechte Hand 10 Schritt tiefer braun Wasser schäumt. Die Felsen am unteren Ufer ragen nicht ganz so hoch auf wie die im Norden, aber sind genauso mit Schründen in kleine Höhlen durchzogen. Ich kann euch einmal braunen Klamm präsentieren, denn das ist ein wirklich hübsches Örtchen. Erinnert sich sehr traurig an sein Kanu zurück. Seine Ja, gute Dienste geleistet. dein Kanu hätte hier tatsächlich wenig Chancen, und während du dann in braunen Klamm ja, eingehst, merkst du, dass wohl einer deiner Esel einfach stehen bleibt. Ist das Meister Vielfraß etwa? Ja, du warst ja ein mit einer hohen Loyalität und den anderen mit einer nicht so hohen Loyalität. Meister Vielfraß? Was soll das? Ja, ja, Willst du schon wieder deine Extra-Ration? ja. Ah, da habe ich doch was Gutes für dich. Und ich kram mal im Rucksack rum und hol dann da den Dubioso-Wein. Und dann mache ich dieses Gesöff auf und stell mich hinter den Esel. Und wedel diesen Geruch zu ihm ran. Der Esel bewegt sich nicht. Der gute Wein. Gut, dann Was wird das ist jetzt denn wieder. alles auf dem Esel verstaut? Also größtenteils halt dieser komische Wein. Dann ein Zelt. Dann. Eine Sekunde, das muss ich selber nochmal alles nachgucken. Dann zwei Fiolen, von denen niemand weiß, was da drin ist. Dann. Der Ring ist dann nicht drin. Dann die Zelte und was auch immer hier Dingensens haben wollte, Iolaos. Mein Arztkoffer. Ein Arztkoffer. Ja, und ansonsten wäre da eigentlich nicht viel drin. Gut. Hat Tatsächlich irgendjemand von größtenteils für euch diese komische Verein. Höhenangst? Nein. Hätte ja sein können. Nein. Okay. Ja, die Straße, an der ihr jetzt steht, ist vor allem feucht, glitschig, und es empfiehlt sich jetzt vom Pferd abzusteigen. Falls man drauf sitzt, ja. Ja, das ist tatsächlich besser, wenn ich dieses, sorry, wenn ich mir dieses Bild so ansehe. Ja, es ist eng, das Tageslicht fehlt jetzt, vor allem weil ihr weiter nach Osten geritten seid und die hohen Berge dann auch das restliche Licht schlucken. Ja, Braunklamm löst Beklemmungen euch auf. Bisschen Angst, was da mitschwingt. Wie auch immer man hier, gut, bei den Zwergen ist das vielleicht nochmal was anderes. Die haben sich ja sowieso dann in die Höhlen gefressen oder auf die Berge drauf, unter die Berge. Aber bei Menschen, das ist schon irgendwie ungastlich. Also, dass vielleicht auch Was der eine oder andere beeindruckend. da auch umdrehen möchte. Ach was, das ist viel zu beeindruckend, wie die hier gebaut haben. Das muss ich mir alles anschauen. Aber abmalen wollt ihr es nicht, oder? Meister Vielfraß, das ist vielleicht Eine gar. wunderbare Idee. Meister Vielfraß, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, dass du hier stehen geblieben bist. Kommen wir überhaupt am Esel jetzt vorbei? Ja, noch schon. Die Straße ist jetzt ungefähr 15, vielleicht mal 12 Meter breit. Also da kannst du dann auch dran vorbeigehen. Aber Okay. glitschig ist es trotzdem. Die Architektur hier ist faszinierend. Irgendwie alles zu beengt. Und das hilft wenig, schätze ich.
Leuchte hoch und wir müssen da hoch. Mit den Nägeln unter den Schuhen wären jetzt praktisch. Ich glaube nicht, dass sie hilfreich wären auf glatten Gestein. Nun, ich denke, hier liegt genug Eis, oder? Natürlich. Eis, Schnee. Gischtumspülte Felsen, teilweise dann auch angefroren, wenn das Wasser dann mit den Felsen in Berührung kommt. Ihr könnt auch erkennen, wie wohl vor euch auf den Serpentinen noch ein Reh liegt mit gebrochenen Beinen. Das ist da wohl vor ein paar Tagen verendet. Auch schon mit einigen Maden, die sich darin winden und das Tier jetzt von innen fressen. Ist wohl vor, ja, von oben in die tiefe Klamm gestürzt. Irgendwie vom Fluss angespült und liegt jetzt hier am Rande. Immer wieder ein paar kleinere Spalten auch im Fels, auch teilweise, die sich dann über die Straße ziehen. Einige Bretter, die dann irgendwann mal drüber gelegt worden sind, die dann leicht knarren oder knarzen, wenn ihr drüber geht. Ihr seid im Gebirge angekommen. Der schwarze Fels, der sich über euch abhebt. Und die weißen Gipfel. Auf eine gewisse Art war sie ja irgendwie majestätisch. Und anders ist es. Ich wünschte, der Eldern wäre hier, dann könnte er saufen malen. Ja, die bauen noch ein bisschen zu viel außerhalb vom Stein, aber sonst, die Idee finde ich gut. Wer ist denn dieser Eldern? Ach, interessiert mich. Ein großartiger Maler heißt er. Gehen wir weiter. Naja, der Esel will ja nicht. Habt ihr Zwerge? Was ist, komm schon. Habt ihr Zwerge denn keine Maler? Steinhauer. Und wer malt die Steine dann an, wenn sie erstmal gehauen sind? Anmalen. Überziehen sie mit Gold. Mit Gold? Setzen Kristalle ein oder Rubine, Edelsteine. Da müssen wir nichts anmalen. Muss doch die natürliche Schönheit vom Fels erhalten. Aber ich glaube, ich sollte jetzt mal Ragnar helfen, den Esel zu schieben. Der scheint sich echt nichts bewegen zu wollen. Lass jetzt nicht aber treten. Meister Vielfraß, ja. Würfel mal auf die neue Gerät von deinem Meister Vielfraß. Natürlich tue ich das. Natürlich will er nicht bloß. Ja, dann. Noch Glück. Ja, dann würfel mal auf die Loyalität von deinem Pferd. Schauen wir mal. War ja übrigens nicht die 19, die du gesagt hattest, sondern aufgrund deines Rechenfehlers ist sie leider doch nur. Ja, wir hatten nicht eingerechnet, dass das Pferd ja gestohlen war. Richtig. Mit rein. Er möchte nicht. Ich möchte meinen Beutel wühlen und ein Stück harte Zwieback rausnehmen, was von den Tagesrationen übrig ist. Und schauen, ob ich ihn nicht hochführen kann. Somit abrechnen. Ja, mach mal. Wie hoch ist die Loyalität? 5, ne? Müsste mittlerweile 6 sein, weil ein Jahr vergangen ist. 6. Egal, nehmen wir 5 an. Dann mach mal eine Abrechtenprobe. Plus 5. Hätte es auch noch? Finde ich fair. Wie hoch ist die Loyalität bei dir? Auch 5. Ah, oh, dann mach auch mal eine Plus 5. Bisfrombol ist ein Pferd. Zumindest, dass ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war ja noch eins. Es ist gerade so gelungen. Komm. Nein, nicht nach der. Nein, hier lang. Nein, Meister Vielfraß, wo rennst du denn jetzt hin? Hüa. Hast du kein Glück? Nicht in den Wald. Ach nee, warte, hier gibt's ja keinen Wald, ne? Nicht die Klippe runter. Nicht die Klippe runter. Warte, nein! Ich versuche ihn zu schieben. Ich versuche mal den Esel von der Seite. Nein, du verängstigst ihn. Nicht, dass er dich tritt. Vielleicht beißt er dich. Er ist nicht umsonst Meister Vielfraß. Ja, mach mal eine Abrichtenprobe, Zwerg. Ja, ich habe kein Abricht. Dann würfel ab, leite ab auf Tierkunde. Erschwert um was? 10. Jetzt ist Maria und ich nehme mal an, er ist kein Drache. Das ist kein Drache, nein. Schade. Willst du ihn wie einen Drachen behandeln? Abstechen. Meister Vielfraß tritt aus. Das ist ja gemein. Wir nehmen einfach mal den Schaden von Jarlans Pferd. Minus 2. Minus 2. Mein Pferd hat gegenüber einem Standardpferd schon plus 5. Dann mach das Standardpferd minus 2. Das wären dann 2W6. Minus 2? Warte kurz. Würfel mal. Das wären 2W6 minus 2 dann. Wer würfelt jetzt doch rasch? Das ist doch noch mal. Warte mal. Das ist doch mal. Nee, ich hab mir. Warte mal. So, jetzt hier.
2, minus 2, minus 2, kriegst 2 Damage. Also wegen deiner Rüstung. Ja, und du minus. Sitzt auf dem Boden, weil zum Niederwerfen. Na, zum Glück hat er dich nicht gebissen. Also einer Frau, die den Weg entlang gekommen ist, den hat er sogar den Finger abgebissen. Ich verstehe jetzt den Namen. Ja. Wenn er in Rage gerät, dann wird er uns alle auffressen. Weißt du, Ragnar, was machen wir denn jetzt? Ja, ich will weiter. Ich versuche ihn zur Ruhe zu bringen und ich kram dann mal da wieder in diesem Beutel. Wir sind zwar nicht mal zu Hause, aber endlich kommen wir ins Gebirge. Würde dann da, ja, dieses, ich weiß gar nicht, für wie viel Essen, ich müsste mal ganz kurz nachgucken. Ich habe Essen für ein paar Tage eingekauft, ich weiß aber nicht für wie viele Tage. Das gucke ich mal kurz nach. Ich könnte ihn ja von hinten mit dem Speer anstupsen, dann läuft er. Dann würde er dich entweder beißen oder andere schlimme Dinge passieren. Ach so. Was kann denn ansonsten passieren, außer dass er ihn weiß? Was wäre denn schlimmer, als gebissen zu werden? Dass er, also Meister Vielfraß und der gesamte Eigentum von mir dort hinten die Klippe runterrutscht. Das wäre doch ein bisschen schlimmer. Du hast noch Eigentum, Ragnar? Ah, ich habe hier den tollen Wein. Wollen wir den mal zusammen trinken? Nein, der schmeckt kacke. Ja, du hast ihn auch noch gar nicht probiert. Er riecht kacke. Ja, du hast ihn auch noch gar nicht gerochen. Hast du das Fass aufgemacht? Nein, ich habe mir in die Hose gekackt. Nein. Ja, ich würde da versuchen, den guten Esel mit einer Extra-Ration zu füttern. Ich finde gerade irgendwie nicht, wo ich die Ration aufgeschrieben habe. Gut. Dann könnt ihr die Straße weiter fortsetzen. Serpentinen winden sich nach oben und das ist dann doch noch ein ganzes Stück, bis ihr dann oben angekommen seid. Eine Strecke von, ja, grob, na, ein paar Meilen werden das schon sein. 10 Meilen, die ihr dann auf Schlangenlinien euch nach oben windet. Die finstere Klamm hoch, eine Verengung, bis ihr dann, ja, in braunen Klamm steht. Die Felswände öffnen sich zu einem kleinen Talkessel, wo ihr dann einiges Leben erkennen könnt. Wie gesagt, die Zeit ist hier auch wieder ein bisschen stehen geblieben auf diesem Wege. Wirklich viele Helden kommen hier nicht vorbei. Nur dann eben diese einzelnen Rittersmänner, die dann versuchen, ja, nach Tobrien durchzubrechen. Aber das Ganze dauert dann mehrere Stunden, bis ihr oben seid. Mit vorsichtigem Marsch ist dann das Gröbste geschafft. So dass es dann später Nachmittag ist, wenn ihr hier ankommt. Es gibt ja natürlich auch ein paar Tore, wo dann auch Wachen davor stehen, die dann Zoll abknüpfen, wie immer ein Heller pro Bein. Und 3 Heller pro Rad, aber das ist, ja, ihr habt keine Räder dabei. Aber gehst du Jula aus? Nicht mehr zumindest. Nicht. Das war anstrengend. Viel anstrengender als den Vulkan hochzuklettern. Welchen Vulkan? Oh, ein paar Reisende. Moin, moin. Ich bin Dorian, das ist Garfe. Wir brauchen noch ein bisschen Steuern von euch. Natürlich. Oh ja, wie viel bekommt ihr denn? Ja, ein Heller pro Bein. Das schließt auch die Tiere mit ein. Und dann seid ihr herzlich willkommen im Braunklamm. Natürlich, kein Problem. Letzter Halt vor der Sicherheit. Okay. Natürlich, hier, nehmt. Immer dort auch widerwillig, aber drückt die 2 Heller ab. Dann gehst du Jule aus? Würde für mich und Ragnar bezahlen. Oh, für die Viecher. Das ist ein Freund. Eisemann. Ja, du bist ein wahrer Freund, Eisemann. Wir beide. Wir hinter, werden noch durch Dück und Dünn. Uns liegt da noch Saltel, aber dahinter fängt dann die Sichel an, wenn ihr da rein wollt. Da wird es dann richtig gefährlich. Er wedelt so ein bisschen mit seinen beiden Händen in der Luft und tut so ein bisschen auf Spukerscheinung, wedelt die so ein bisschen in der Luft. Da sind dann überall Goblins. Ja, die waren schon immer eine Plage. Die Gegend ist verwunscht. Erzählt. Goblins? Ich habe davon gehört, aber... Ja, Drachen, Räuberbarone, Goblins, Riesen. Mit Goblins verstehe ich mich eigentlich ganz gut. Was sind denn Räuberbarone?
Räuberbarone, ja, das sind Leute, die sich in den Berg zurückgezogen haben und da ihr unseliges, verfluchtes Leben abseits der Götter führen und dann Reisende überfallen. Er wedelt wieder ein bisschen rum. Reisende wie euch. Müssten die nicht schon längst alle verhungert sein dann? Das weiß ich nicht. Ich versichere euch, wir sind mehr als in der Lage, auf uns aufzupassen. Sicher? Na gut. Aber kennt ihr schon die Geschichte von den vier Riesenbrüdern? Afir, Arwen, Armar und Argul. Nicht? Nein. Okay. Herzlich willkommen in Braunklamm. Der Herr Baron ist hier Terkoll von Buchenbruch. Der ist ganz nett. Ja. Und ihr könnt die Treppen hier hochsteigen. Schaut am besten nicht nach unten. Das ist für Neulinge immer ganz gut. Ihr könnt dann an der klappernden Mühle vorbei. Die gehört Gorma, Sohn des Gortasch. Er klopft den beiden Zwergen auf die Schultern und zwickt ihn ein bisschen in die Wangen. Könnt ihr dann hier im Gasthaus übernachten. Wer hat dieses Gebäude hier eigentlich gebaut? Das waren die Zwerge. Und wir. Die Zwerge? Also die Zwerge werden das doch im Berg bauen, oder nicht? Nee, musst du mit Gorma sprechen. War das normalerweise ganz gut drauf. Und diese Riesengeschichte, wollt ihr uns die vielleicht erzählen, oder? Die Riesen? Das kann ich gerne tun. Vier Brüder, die Söhne von Sokramur, er wedelt wieder mit den Händen in der Luft, die eine Burg besitzt, den Aarekopf. Ragnar macht immer wieder, wenn er mit den Händen wedelt, so große Augen und die Hände an die Wangen und oh nein! Und was ist dann passiert? Auf einem steilen Hügel erbaut, ist sie für Belager nur von einer Seite zugänglich. Und dort wohnen auf dem 7-Baronin-Weg die vier Riesen. Ihr müsst wissen, dass Sokramor ein Gigant war. Ein mythologisches Wesen, geführt von Kor selbst und von Rondra. Und dann waren da Schwerter und die haben sich hier hingelegt zum Sterben. Und oh, so viel ist hier passiert. Das ist ja eine wunderbare Geschichte. Ihr solltet unbedingt Geschichtenerzähler werden. Ja, schon nicht schlecht, oder? Man muss sich auch ein bisschen was ausdenken, wenn man hier den ganzen Tag am Tor steht und keiner kommt vorbei, dann erzählt man sich Geschichten. Für diese tolle Geschichte gebe ich dir hier mal einen Schluck. Und ich hole da meinen dubiose Wein raus. Mensch, das ist richtig nett. Ja, ne? Schmeckt so ein bisschen ab. Na, guter Wein. Das denke ich auch. Ja. Und korkt da diesen komischen Tonkrug wieder zu und packt ihn da bei meinem Esel rein. Ja, ihr könnt dann am Tor vorbei und den Stieg noch einmal nach oben klettern, viele, viele Treppen nach oben, durch das Gewimmel an Gassen, die dann in drei Dimensionen aufgebaut sind. Ihr könnt euch da dann eines der Gasthäuser schnappen. Ich muss gerade mal schauen, das ist auch noch ein Name, ist eigentlich völlig egal. Und prinzipiell am nächsten Morgen aufbrechen, wenn ihr wolltet. Das klingt gut. Stand mal ein Gasthaus. Ja, Gasthaus, könnt regenerieren und dann geht's von Braunklamm nach Salthel. Einen Moment noch. In dieser Ortschaft gab's Ankroschim, oder? Ja. Gibt es auch einen Schmied? Ein Schmied? Das war ein Schmied direkt hier bei dir. Nein, der potenziell entsprechend so ein Eisschuhe halt praktisch machen kann. Sowas, was man sich über die Schuhe machen kann mit Nägeln unten drunter, damit man im Eis besser in den Bergen laufen kann. Ja, ich bin mir sicher, das könnt ihr bei Gorma kaufen. Also, er ist auch irgendwo ein Schmied, aber meistens regt er sich immer nur auf, wenn seine Mühle wieder zu laut klappert oder aus den Fugen springt. Aber der verkauft sicherlich auch sowas. Wunderbar, wo kann ich ihn finden? Bei der Mühle. Da, wo es immer so laut knirscht. Ah, sehr schön, hab Dank. Man geht mal mit, man ist neugierig, aber man glaubt, dass diese Dinger bestimmt ziemlich viel Gewicht haben und deswegen nicht für immer geeignet sind. Aber immer begleitet sich, besonders der Abdullon. Nun, sollten wir über einen
Bergpass müssen, der zugefroren ist, könnte das nützlich sein. Ich denke, dass die Dinger bestimmt irgendwie 2 oder 3 Stein wiegen. Wenn sie zu groß und schwer sind, ja, dann... Ich bin jetzt schon irgendwie, wenn ich meinen Rucksack aufhabe, habe ich das Gefühl, dass ich schon irgendwie ein Stück weit in die Knie gehe. Ja, ich verstehe, was du meinst. Mit dieser ganzen neuen Winterkleidung komme ich auch nicht mehr gut voran. Ja, es ist wirklich anstrengend, aber wenn es eine Möglichkeit gibt, sicherer zu laufen, ja, es ist ein Versuch wert. Okay. Ja, ihr könnt dann dem Weg folgen in Richtung der klappernden Mühle, die ihr dort erkennt, wird dann durch Wasserkraft angetrieben. Und als ihr dann langsam anklopft, hört ihr nur noch sowas wie ein Brummeln und könnt dann eintreten. Seht ihr wohl, wie der Zwerg gerade sich abgekniet hat und wohl irgendwas am Wasser bei dem bei diesem Steinrad schaut, was dann normalerweise sich bewegen sollte und jetzt gerade nur nach hinten und nach vorne quietscht und knatscht. Ja, was wollt ihr? Ich bin auf der Suche nach etwas für die Schuhe, um auf dem Eis besser zu laufen. So Nagelklammer. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Keine Zeit, ich muss das Rad reparieren. Vorher tue ich hier gar nichts. Irgendwas hat sich da unten verfangen. Und ich werde den namenlosen tun und selbst ins Wasser steigen. Kannst du schwimmen? Leider nicht gut genug. Interessiert mich nicht, geh ins Wasser. Oder frag deine Freunde. Woher verkaufe ich dir sowas nicht? Zeig doch mal, wo liegt denn überhaupt das Problem? Hier, Stein in das Mühlrad. Bewegt sich durch Wasserkraft. Verstehst du nicht? Und irgendwas hat sich darin wohl verfangen. Irgendwas ist vielleicht... hat sich verklemmt. Falschleuse. Ich wollte eigentlich noch was installieren, aber das hat wohl nicht geklappt. Hat durchgebrochen. Gerade in Wintermonden, wenn zu viel Schnee dort oben liegt und nicht genug Wasser durchgeschwemmt wird, dann staut sich das auf. Muss jetzt gewartet werden. Verstehe, natürlich. Hier, 5 Schritt breit. Querliegendes Wasserrad wird jetzt blockiert und du oder eure Freunde, ihr müsst zu den Speichen des Wasserrades. Müsst ihr tauchen. Notaurischer Stollen, in dem sich das Wasser schäumt. Ich kann da nicht hin, weil Wasser. Du da, er deutet auf Ragnar. Du siehst aus, als ob du schwimmen könntest. Ja, nein. Aber Eisemann hier, der ist begnadeter Schwimmer. Ach, ich will doch nichts. Ich kann mich gerade so über Wasser halten, wenn da kein Wasser ist. Bruder, du kannst schwimmen. Nein. Doch, manchmal schon. Du hast mich noch nie schwimmen sehen. Nö, ich behaupte auch einfach, dass ich schwimmen kann. Also ich kann nicht wirklich schwimmen. Mir ist der theoretische Prozess zwar bewusst, aber ich vermeide das Wasser, wo es geht. Interessiert mich jetzt nicht. Aber das ist doch wichtig für deinen Bruder hier. Wenn jetzt einer von euch hier runtertaucht und das entfernt, was da sich eingeklemmt hat, dann kann ich euch helfen. Ansonsten muss ich hier das Ganze wieder raushebeln. Da bin ich 2 Tage mit beschäftigt. Schon wieder! Helft ihr euch denn dann umsonst aber? Nein, aber dann kann ich euch das verkaufen. Diese Schneeschuhe. Ich weiß nicht mal, was das überhaupt ist. Ich bringe euch quasi Wissen und wir helfen euch. Eigentlich müsstet ihr uns das umsonst verkaufen. Ihr wollt ohne Schuhe nach oben steigen und wisst nicht, was das ist. Ich wünsche euch viel Erfolg, Junge. Ja, du wusstest nicht, was das ist. Du hast eben gesagt, du hast keine Ahnung, was das ist. Schneeschuhe. Wenn die so heißen? Natürlich weiß ich, was das ist. Nur ich verkaufe sie euch nicht. Das ist schon gemein. Klopft mal so an Jalan dran, so in seiner Bauchregion. Kannst du nicht schwimmen? Ein wenig. Die Helden. Also, wolltest du damit eigentlich sagen, dass du sofort bereit bist, da jetzt reinzuspringen? Finde ich vernünftig, Jalan. Weißt du, was das letzte Mal passiert ist, als einer von uns in eiskaltes Wasser gesprungen ist? Es ist noch gar keine 2 Wochen her. Was ist denn passiert? Aber mir? Ich habe gehört, ihr seid gesoffen. Ich habe gehört, ihr wart ganz lange auf einem Schiff, aber könnt ihr da nicht schwimmen? Das weiß ich auch nicht. Beherrschst du den Motorikus? Ich schau nochmal da runter, wie herausfordernd wird es da sein. Okay. Kosti? Schwimmprobe plus 6, um da runter zu tauchen bei der Strömung. Kann ich das sehen, das Stück, was da verkeilt ist? Oder? Nee, kannst du nicht. Ist unter Wasser.
Irgendwas dann ist nicht aber geil. Also du musst es sehen und dann kannst du den Motorismus. Nee, denn. Ja, komm, was soll der Geiz? Also bevor du da jetzt runterspringst, ja, dann machen wir dich hier an diesem Seil fest. Genau. Genau. Vielen Dank. Ich ziehe mich nur erst aus. Aber mir pass auf meine Sachen auf. Natürlich. Ich habe keine Rachsucht. Ich tue jetzt nicht so, als würde ich den Knoten nur an Knüpf festmachen, aber ich mache ihn tatsächlich fest. Gut. Zumindest versuche ich das. Und dann geht's mit schönen 0 Punkten. Warte, ich Ich wünsche dir Glück. Wünsche mir auch Glück.